Aloha, lieber Steinbock. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wenn auch dich interessiert, was der Monat März für dich so bereithält, dann bleib doch jetzt einfach dran. Bis gleich. Aloha, meine Lieben. Schön, dass ihr dran geblieben seid. Schön, dass du hier vielleicht auch zum allerersten Mal auf meinen Kanal Magical Skills bei Caro Tarot geführt wurdest. Wenn dies der Fall ist, ist auf jeden Fall kein Zufall, sondern pures Schicksal, dass hier definitiv ein paar Botschaften für dich gibt, die dich eben auch unbedingt erreichen sollen. Ja, ich begrüße hier all diejenigen, die den Steinbock im Sternzeichen Mond, Venus oder aber auch Aszendent haben und selbstverständlich sind auch alle Crosswatcher herzlich willkommen. Lieber Steinbock, ich empfehle dir auch unbedingt noch die Videos von deinem Mond, Venus oder Aszendentzeichen anzusehen, falls du das noch nicht getan hast, weil so hast du eben einen recht guten Rundumblick trotz Kollektivlegung. Wenn du gerne eine private Legung bei mir buchen möchtest, kannst du dich sehr gerne an mich wenden und du erreichst mich am besten unter der E-Mail-Adresse si.caro.tarot@gmail.com. Und ich kann es dir aber gleich sagen, ich habe leider erst wieder ab Mai Termine für dich frei. Falls dir meine Legung gefallen und du meinen Kanal noch nicht kostenlos abonniert hast, kannst du dies gerne hier oben rechts im Eck tun. Und wenn du da dann auf die Glocke aktivieren gehst, wirst du auch über jedes neue Video, welches ich hochlade, informiert. Ja, lieber Steinbock, wie du siehst, habe ich jetzt hier auch schon drei Kartendecks vorbereitet, mit denen ich hier heute legen möchte. Die genaue Beschreibung findest du in der Infobox. Die Infobox ist da, wo der Videotitel steht, wenn du auf mehr gehst. Und dann öffnet sich ein kleines Fenster, da musst du nochmal auf mehr gehen. Und dann kommst du zu diesen sehr, sehr schönen Karten. Vielleicht hast du ja auch Lust, mit in meine Telegram-Gruppe mit reinzuspringen. Ich würde mich sehr darüber freuen. Auch da findest du die Verlinkung in der Infobox. Ja, ansonsten hoffe ich, dass es euch gut geht. Der März, finde ich, ist immer ein ganz schöner Monat, weil das sozusagen auch so der Abschluss vom Winter ist und dann geht es auch langsam ins Frühjahr über. Und jetzt möchte ich ganz gerne erstmal den Tisch räuchern und dann schauen wir mal, was sich denn hier für dich zeigt. Lieber Spirit, ich bitte dich um deinen Schutz und ich bitte um ein klares, deutliches Reading für die Steinbock-Geborenen im März in 03/2023. Um Schutz. Vielen lieben Dank. Okay, dann sehen wir uns gleich wieder. Yes. So, meine Lieben, wie ihr seht, habe ich hier das große Blatt jetzt schon ausgebreitet. Das sind auf jeden Fall viele Good News for you. Und ich möchte nun ganz gerne mit dir zusammen wenigstens hier diese Energiekarte noch für den Monat ziehen. Für all diejenigen, die dann jetzt wieder motzen, warum ich jetzt hier das Auslegen nicht gefilmt habe. Ich habe das jetzt schon mehrfach abgefragt bei euch und die Mehrzahl der Menschen, die mir hier zusehen möchten, es einfach nicht gefilmt haben. Es ist halt auch zeitlich gesehen ein ziemlicher Act. Ne? So, ich hätte jetzt hier gern bitte eine Karte und nicht zwei oder drei, sondern bitte eine Karte. Welche Energie begleitet den Steinbock durch den März? Um was geht es hier? Okay. Und wir haben not a butterfly, sondern Metamorphose. Das passt perfekt, meine Lieben. Sehr, sehr schön. Also, lieber Steinbock, wenn du jetzt hier zu dieser Legung gefunden hast, warte mal, ich mache mal noch das Licht an, obwohl es ist zwar schon sehr hell, aber die Karte ist sehr dunkel. Ich hoffe, ihr seht das. Wunderschön. Ja, das unterstützt sozusagen auch nochmal die Energie, die hier auch auf dem Tisch liegt, weil es ist tatsächlich so, dass du in deiner Vergangenheit auf jeden Fall einen sehr starken Herzschmerz erlitten hast. Das kann durch eine Trennung gewesen sein, das kann aber auch sein, dass irgendein wichtiger Mensch in deinem Leben leider verstorben ist.
Es kann sein, dass sich hier jemand von dir verabschiedet hat in jeglicher Form. Das kann auch ein Arbeitsplatz gewesen sein. Also ich möchte jetzt hier nicht wieder nur auf die Liebe deuten, sondern es gibt ja auch noch andere Lebensbereiche, die auch relevant sind. Aber es ist eben auch schon so, dass es hier eben auch ganz stark um die Liebe geht, weil das war die erste Karte, die hier fiel und die hat auch immer eine hohe Relevanz und das ist hier halt eben das Herz. Und nebendran haben wir sogar noch die 9 der Kelche. Also meine Lieben, es ist so, du hast wie gesagt diesen Turmoment zum Glück in deiner Vergangenheit liegen und das Ganze war auch schicksalshaft geführt. Vielleicht hattest du wirklich eine längere Phase durchlebt jetzt, in der es sehr, ich sag mal, sehr schwierig für dich war, emotional äußerst aufreibend und vor allem hattest du einen starken Liebeskummer. Und es hat dich auch in einen Rückzug gezwungen, dieser Abschied, was auch immer das eben für dich war. Und das kam auch tatsächlich sehr plötzlich für dich. Also du hast auch nicht mit dieser Gewalt oder mit dieser sehr rasanten Lebensveränderung tatsächlich gerechnet. Also das war auch etwas, was sehr plötzlich auch in dein Leben geknallt ist, ja. Das Schöne ist eben, wie gesagt, dass das längere Zeit zurückliegt und dass du dich jetzt eben wieder sehr gut erholt hast. Ja, also das sagen mir hier eben auch diese Karten und eben jetzt hier nochmal diese Metamorphose zeigt mir eben, dass du zwar jetzt noch in in einem Transformationsprozess steckst, aber du bist hier schon sehr weit vorangeschritten. Allerdings bist du noch kein Schmetterling. Es gibt da ja sozusagen drei Phasen. Es gibt einmal die Raupe, es gibt den Kokon und es gibt den Schmetterling. Und du befindest dich jetzt gerade in dem Übergang und es passt auch perfekt zu der Zeitqualität, weil wir ja jetzt vom Winter in den Frühling übergehen. Und auch mein Thumbnail, also mein Bild, finde ich hier auch sehr passend in deinem Fall, weil du gehst sozusagen aus der Höhle oder aus deinem Türmchen heraus und schaust dich jetzt mal um, was es denn Neues in deinem Leben gibt. Weil was ich hier auf jeden Fall wahrnehme, dadurch, dass du jetzt eben aus diesem Kokon schlüpfst und deine ganz leichten und feinen Flügel ja noch ganz nass sind, also noch nicht getrocknet sind, ist sich auch noch nicht ausgebreitet haben, musst du dich jetzt erstmal neu orientieren. Aber du bist jetzt im März auch schon so weit, dass du sagst, dein Herz ist hier bereit für eine neue Liebe. Das ist so eine schöne Energie hier bei dir. Du bist hier auch voll in der Aufbruchsstimmung. Also auch mit dem Storch und auch mit dem Rad des Schicksals, was ja auch sehr selten fällt, diese Karte, wird mir hier auch nochmal angezeigt, dass du dich im März jetzt auf eine sehr, sehr schöne Zeit freuen darfst, nämlich eine Zeit des Richtungswechsels und eine Zeit, dass man eben Altes losgelassen hat, um etwas Neues empfangen zu können. Und dieser Herzschmerz, dieser Leid, dieser Kummer und dieser starke Liebeskummer, den ich hier auch bei dir wahrnehme, diese Zeit ist nun endlich vorüber. Und das war aber auch schicksalshaft für dich so geführt. Und es war auch in einer gewissen Art und Weise eine Prüfungsaufgabe für dich, durch diese Phase zu gehen. Weil leider ist es ja so, dass wir Menschen eben nur durch sehr, sehr leidvolle Erfahrungen sehr schnell wachsen und unser Potenzial eben auch entwickeln können. Und dieser Mensch oder dieser Umstand, was dich hier eben verletzt hat oder sich verabschiedet hat oder vielleicht hast ja auch du jemanden so den letzten Kick verpasst sozusagen, ist eben wirklich eine gute Sache gewesen, weil erst dadurch bist du in diese Transformation eben reingeraten. Also seh das auch einfach mal aus einem positiven Winkel. Dann haben wir hier noch im Outcome, ganz kleinen Moment, ich muss gerade mal mein Mikro umstecken. So, hier haben wir nämlich noch das Schiff und wir haben hier den Page der Kelche. Und das verrät mir hier über dich, dass es im März vielleicht für dich auch tatsächlich um eine Reise geht. Wenn du keine Reise im Außen antrittst oder auch keine planst im März, ist mit dieser Karte für dich im Kollektiv jetzt hier gemeint, dass es eben eine sehr, sehr lange Zeit gedauert hat, bis du eben aus dieser Phase von der Raupe in den Kokon und jetzt vom Kokon zum Schmetterling wirst. Ja? Also das war ein sehr langwieriger Prozess. Und der Page der Kelche
beschreibt hier aber auch noch mal eine gewisse, wie soll ich denn das am besten sagen, so eine jugendliche Energie und dass du eben auch mit Emotionen und auch mit einem gewissen Vertrauen jetzt in die Zukunft blickst. Vielleicht hast du auch das tatsächlich in dieser Transformationsphase für dich gelernt. Vielleicht ist Vertrauen so eine deiner Thematiken, weil wir haben hier auch den Hund ganz nah an deinen Herzensangelegenheiten liegen und es kann für dich vielleicht auch in der Vergangenheit in diesem Tourmoment darum gegangen sein, dass vielleicht jemand deine Treue und Loyalität hier verletzt hat. Also, dass dir jemand fremd gegangen ist, dass dich jemand ständig belogen oder betrogen hat in irgendeiner Art und Weise. Ja, und ich sehe hier auch, dass dieser Mensch auch nicht dazu gestanden hat. Also, dass er das auch abgestritten hat, wenn du ihn damit konfrontiert hattest. Und wenn das ein Umstand war, dann war es auch so, die Menschen, die damit verwickelt waren in diesem Umstand, haben ebenfalls nicht dazu gestanden, was sie da für einen Bockmist gebaut haben. Ja? Aber jetzt machst du dich in einer sehr langsamen Energie auf, aber das ist tatsächlich auch äußerst positiv, wenn wir nicht schnell und hastig irgendetwas erreichen möchten, sondern wenn wir das gediegen und in einer für dich eben natürlichen Schnelligkeit tun. Und ich sehe hier eben, dass du überhaupt keinen Stress mehr hast. Du bist eben im März hier als, legst dich hier als sehr zufrieden auch ins Blatt. Und wenn du hier eine Reise im Außen planst oder diese eben auch antreten wirst im März, dann wird dir diese Reise nochmal neue Horizonte eröffnen. Ja. Was ich auch richtig schön finde, ist, dass du selbst, ganz egal jetzt, ob du als Mann oder als Frau hier zusiehst, dich eben ganz oben in die Reihe legst. Das bedeutet auch, dass du energetisch gesehen, dass es dir wirklich gut geht. Du strahlst jetzt wieder. Du hast eine gewisse Leichtigkeit, die hier bei dir auch mitschwingt, ja. Und vor allem ist es auch so eine Vorfreude, die ich hier auch bei dir wahrnehme. Und diese Vorfreude ist auch absolut berechtigt. Also vielleicht hast du irgendetwas, auf das du dich richtig freust. Vielleicht ist es wirklich eine Urlaubsreise oder eben auch, dass du eben auch schon spürst, dass du gerade emotional oder auch innerlich dich sehr stark weiterentwickelt hast und du merkst jetzt langsam, dass dein positives Mindset, was du dir eben über eine längere Zeit angeeignet hast, dass das jetzt langsam Früchte trägt und du auch im Außen jetzt dieses innere Mindset auch gespiegelt bekommst. Ne? Ich sage ja immer, da müssen wir auch ein bisschen geduldig sein, wenn wir an uns arbeiten und zum Beispiel eben das Mindset kontrollieren und dann dauert es eben auch immer eine gewisse Zeit, bis sich das eben auch in der 3D-Ebene umsetzt, weil die 3D-Ebene ist halt eine sehr schwere Energie und da geht es eben immer langsam voran. Ja. Aber trotzdem geht es dir sehr gut und du hast vielleicht ja auch die ganze Zeit eben eine Aussprache mit diesem Mensch, der dich hier so verletzt hat, gewünscht oder auch mit diesem Umstand oder mit den Personen, die daran beteiligt waren. Aber du hast scheinbar, wie ich das hier sehe, bis zu einem gewissen Moment hier keine Aussprache bekommen oder keine Antworten bekommen. Und das kann jetzt hier gut sein, dass weil du das so für dich losgelassen hast, du hast ja halt dann einfach gesagt, okay, dann wird halt da nicht nochmal drüber geredet, es ist mir doch jetzt gerade Bums, ja. Hauptsache in meinem Leben geht's jetzt weiter und ich kann mir den Abschluss auch selber geben. Das finde ich richtig toll, dass du dir, dass du da so von überzeugt bist und dass du auch diesen Abschluss für dich eben jetzt einfach selbst gefunden hast. Und wie das halt immer so ist im Leben, wenn wir uns von etwas wegbewegen, unsere Energie und Aufmerksamkeit nicht mehr etwas widmen, dann ist es oftmals so, dass diese Personen oder diese Umstände dann wieder auf uns zukommen. Und hier liegt eben auch, dass es hier gut der Fall sein kann, dass du in der ersten oder zweiten Märzwoche hier nochmal mit dieser Thematik, mit diesem Tourmoment hier konfrontiert wirst. Und es kann hier gut sein, dass du es vielleicht auch mit einem Gegenüber zu tun hattest, der im Wasserzeichen geboren war oder ist. Ich meine, dieser Mensch wird höchstwahrscheinlich noch leben. Es könnte sein, dass er Fische, Krebs oder Skorpion geborene oder geborener ist und dass dich diese Person jetzt hier in den ersten zwei Märzwochen nochmal
mit Kommunikation auf dich zukommen wird, weil dieser Mensch spürt einfach, dass du einfach komplett losgelassen hast und dass es dir einfach nicht mehr wichtig ist. Und das ist halt einfach das geilste Mindset, was du dir hier angeeignet hast. Schön ist auch, du schaust hier in ein sehr bewegtes Leben. Also im März geht's jetzt für dich wieder richtig voran. Also das war eine sehr lange Zeit, wo du jetzt das Gefühl hattest, dass alles stagniert, dass nichts vorangeht. Ist ja eine klare Sache, wenn du dich jetzt mal metaphorisch gesprochen in den Zustand versetzt, in einem Kokon eingepackt zu sein. Natürlich bewegt sich da wenig. Also es ging wenig Energie von dir nach außen und du konntest auch wenig Energie von außen nach innen empfangen, weil du halt wie so abgeschirmt warst. Aber du brauchtest eben genau diese Zeit der Heilung, um dich eben von diesen schwerwiegenden Verletzungen in der Vergangenheit, ich sag jetzt mal, zu lösen, beziehungsweise diese für dich eben einfach zu akzeptieren. Also wirklich, du darfst dir so selber auf die Schulter hauen und sagen, mega, hast du so toll gemacht, ja. Und jetzt wirst du sozusagen vom Leben halt einfach belohnt, ja. Weil ich sehe jetzt hier, dass jetzt eben richtig Bewegung in dein Leben kommt, zwar langsam, aber stetig sozusagen. Du darfst im März mit sehr viel Nachrichten, Kommunikation, Anrufen und neuen Begegnungen rechnen. Und des Weiteren sehe ich hier auch, dass du von 9 der Münzen in 10 der Münzen gehst. Also jetzt mal außerhalb von der Liebe, lieber Steinbock, nehme ich hier für dich wahr, dass du finanzieller Art dich im März wieder besser aufstellen wirst. Also falls du gerade Geldprobleme hattest, dann werden diese Geldprobleme im März weniger werden. Es kann hier an einer Rückzahlung liegen oder dass du vielleicht mehr Geld für irgendetwas bekommst, ob das jetzt das Gehalt ist oder vielleicht hast du ja noch einen Nebenjob oder so. Also in irgendeiner Art und Weise wird sich deine Finanzen und auch dein materialistisches Leben hier einfach noch mehr verbessern. Und wenn, da wir ja in der Kollektivlegung sind, das jetzt für dich nicht unbedingt der Fall ist und im Ende März für dich noch alles gleich ist wie zuvor, dann geht es hier um deinen Selbstwert. Auch das hat hier eben sehr viel mit deinem Inneren zu tun und natürlich auch mit einem Metamorphoseprozess, der sich hier bei dir zeigt. Und es ist nämlich so, dass du dir selber jetzt einen sehr hohen Wert beimisst. Und das ist das Optimale, weil du selber legst dich hier auch als die Herrscherin ins Blatt. Es kann sein, dass du vielleicht zuvor immer eine Königin warst und dass du es jetzt wirklich durch diesen Lebe-Sterbe-Prozess es jetzt geschafft hast, hier so zu transformieren, dass du eben alle Attribute, die es im Leben zu sammeln gilt, eben jetzt gesammelt hast und du dich jetzt als Herrscherin hier selbst ziehst, ja, also das bedeutet, du hast einen sehr, sehr guten Selbstwert und vor allem eine sehr schöne Selbstliebe und somit auch mehr Selbstvertrauen. Und du vertraust jetzt auch dem Leben und du vertraust auch darauf, dass das Leben dir jetzt auch nur Gutes bringt. Und das ist eine sehr, sehr schöne, tragende Energie, die ich hier bei dir wahrnehme. Des Weiteren nehme ich hier auch bei dir wahr, dass du auch ein Mensch bist, der auch sehr nach dem Gleichgewicht strebt, also dass dir auch eine gewisse Mäßigkeit oder eine innere Balance sehr wichtig ist. Du als Erdzeichen bist ja eh darauf bedacht, eben auch mit beiden Beinen sozusagen im Leben zu stehen und das wirst du jetzt eben auch für dich erreichen und du wirst auch in einer ganz merkwürdigen Art und Weise plötzliche Veränderungen in den ersten 1 bis 2 Märzwochen hier für dich feststellen. Und zwar zeigen sich diese Veränderungen hinsichtlich deiner Zukunft. Also du machst dir gerade wirklich Gedanken darüber, wie soll denn jetzt das restliche Jahr für mich weitergehen? Und das kann hier eben für gewisse Lebensbereiche bei dir stehen. Vielleicht schreibst du dir die auch auf und ich nehme hier auch wahr, dass du auf jeden Fall irgendeine Nachricht in der 2. Märzwoche erhalten wirst und es kann sein, dass dir diese Nachricht eben, wie ich das vorhin schon gesagt habe, entweder von einem König der Kelche gebracht wird, also von Krebs, Skorpion, Fische geborene oder aber auch von einer Frau.
Und wenn dieser Mensch aber nicht in diesem Sternzeichen geboren ist, aber du trotzdem eine Nachricht in der zweiten Woche bekommst, dann ist trotzdem das damit gemeint. Aber du wirst auf diese Nachricht sehr emotional reagieren. Also du öffnest dich sozusagen für dieses Angebot, was hier in dein Haus flattert. Hier kann es auch darum gehen, dass du vielleicht auch einen Befund bekommst oder eine Diagnose, wenn du vielleicht, wenn es dir eine lange Zeit vielleicht auch einfach psychisch nicht gut ging, dass du jetzt auch hier merkst, dass du hier viel stabiler bist, dass du einfach ein besseres Nervenkostüm hast und dich einfach nichts mehr so schnell aus der Ruhe bringt. Ja, also ich nehme dich schon wahr, dass du eine sehr schöne Balance auch im März haben wirst und dass dieser ganze Mist aus deiner Vergangenheit jetzt endlich wie mit dem Schwert vom Erzengel Michael halt einfach durchtrennt wird und von dir abgeschnitten wird. Weil wir haben hier zwei Asse bei dir, das Ass der Schwerter und das Ass der Stäbe. Und neben dieser Aussprache, wie ich das ja vorhin schon beschrieben habe, ist es eben auch noch der Fall, dass du deine Leidenschaft und auch deine Passion für etwas entdecken wirst. Und das ist auch eine sehr, sehr schöne Botschaft, die ich dir hier überbringen darf. Und es ist auch schicksalshaft geführt, dass diese Leidenschaft oder dieses Hobby, guck mal bitte, was das hier für dich sein wird, oder das kann sich auch zu einer kleinen Obsession entwickeln, also dass du richtig obsessiv vielleicht irgendwie daran an irgendetwas arbeitest, das kann also ein Projekt sein oder was weiß ich, dass du vielleicht deinen Keller umräumst oder solche Dinge eben. Also, dass du irgendetwas beginnst, wofür du eben auch richtig deine Leidenschaft entdeckst. Und auch das ist hier schicksalshaft geführt, dass das eben genau jetzt in dieser Zeit in dein Leben tritt. Weil das ist sehr, sehr wichtig für dich, damit du eben noch es schaffst, dich sozusagen aus diesem Kokon hier frei zu strampeln, ja? In dem Haus des männlichen Gegenübers liegt die Sonne. Also meine Liebe, das ist super positiv, ja, und es zeigt mir eben auch, dass du dir einen Mann wünschst, wenn du jetzt hier als Frau zusiehst, der auch wirklich sehr, sehr männlich ist. Du stehst also nicht auf so weibliche Männer. Ich finde es auch übrigens sehr, sehr positiv, weil ich bin ja auch jemand, der wirklich die Polaritäten stark verfechtet. Also ich finde es gut, wenn eine Frau weiblich ist, und ich finde es gut, wenn ein Mann in seiner männlichen Polarität ist, was jetzt nicht heißen soll, dass ich das nicht als gut heißen kann, wenn ein Mann auch viel weibliche Züge hat. Das ist alles gut. Aber ein Mann muss halt auch einfach wissen, was er möchte und was er nicht möchte. Und du möchtest hier halt niemand, der immer zu allem Ja und Amen sagt, sondern du willst hier auch jemand, der weiß, was er möchte, der mit beiden Beinen im Leben steht, der dir eben auch etwas mit seiner männlichen Polarität eben auch zu bieten hat, ja. Und des Weiteren nehme ich hier auch wahr, dass wenn du Single bist, dass es hier spätestens bis zum Sommer 2023 hier einen neuen Partner in deinem Leben geben wird. Das ist jetzt aber noch nicht für den März, zumindest mal für die meisten, noch nicht im März angezeigt, weil du bist eben, wie gesagt, ja noch gerade dabei zu schlüpfen, sozusagen, ja. Also, dass du jetzt gerade aus dem Kokon ausbrichst und deine Flügel müssen sich ja jetzt erstmal entfalten und erstmal trocknen. Und du musst dich, wie gesagt, jetzt erstmal neu orientieren, weil diese Phase des Rückzugs war hier schon enorm, ja. Aber umso enormer dieser lange Zeitaufwand war, vielleicht auch die Tiefe der Transformation, also das war auch eine schwierige Zeit für dich. Umso mehr kann ich dir jetzt aber auch die positive Nachricht sagen, dass das ja wirklich das Krasseste überhaupt ist, dass du jetzt eben auch zu einer Herrscherin hier mutierst, ja. Und des Weiteren ist es eben auch so, dass du dich selber nicht nur so siehst, sondern dass dich eben auch andere als eine Herrscherin wahrnehmen oder auch als ein Herrscher. Also das bedeutet, dass dich auch andere Menschen eben sehr, sehr wertschätzen und auch sehen, was du eben für einen starken Entwicklungsprozess eben auch hinter dir hast, ja. Also eine richtig, richtig schöne Botschaft, die ich dir hier überbringen darf, lieber Steinbock. Es ist auf jeden Fall so, wir haben ja hier auch noch einen kleinen Moment.
Wir haben ja hier jetzt nämlich auch noch ein Paar. Und zwar, wenn du jetzt nicht Single bist, sondern in einer Partnerschaft oder in einer Ehe lebst, dann habe ich jetzt eine richtig tolle Nachricht für dich. Und zwar siehst du dich sozusagen als die Königin der Kelche. Vielleicht hast du das auch irgendwie in deinem Mond, Venus oder Aszendentzeichen. Ich möchte hier auch nochmal kurz darauf hinweisen, schau dir auch unbedingt nochmal die Monatslegung für den März für dein Mond, Venus oder Aszendent oder Deszendentzeichen an. Das ist wirklich optimal, dann hast du einen perfekten Rundumblick für diesen Monat eben für dich, trotz Kollektivlegung. Und wenn das eben für dich der Fall ist, ja, dann siehst du dein Gegenüber hier als der König der Kelche und du bist die Königin der Kelche. Das bedeutet, ihr seid also ein Paar. Und das Tollste daran ist, dass euch eben hier das Ast der Stäbe miteinander verbindet und dass diese Verbindung auch schicksalshaft geführt ist. Und falls eure Leidenschaft oder euer Feuer in dieser Beziehung so ein bisschen weniger geworden ist, ne? Also hier vielleicht so der Alltag, eure Gefühle und eure Obsession füreinander so ein bisschen aufgefressen hat, nehme ich jetzt hier eben wahr, durch diese Frühlingsgefühle, die ja uns jetzt im März auch heimsuchen werden, dass hier eben auch eure Leidenschaft wieder ganz neu füreinander entfacht, ja. Also vielleicht werdet ihr halt einfach euer Sexualleben auch verändern. Also ihr werdet viel zärtlicher zueinander sein und ihr werdet diesem Bereich in eurer Beziehung eben auch wieder mehr Aufmerksamkeit widmen, ja. Also das ist ja eine super schöne Nachricht, sowohl für Singles als auch für diejenigen, die eben in einer Beziehung oder in einer Ehe sind. Und vielleicht ist ja auch dein Partner hier, wie gesagt, Fische, Krebs, Skorpion. Oder hat es eben irgendwie tragend in seiner Chart. Und wenn nicht, geht es eben halt auch darum, dass ihr beide eben die Gefühle, die ihr füreinander habt, also diese Liebe, die ich hier wahrnehme zwischen euch, dass ihr dem jetzt auch Ausdruck verleiht. Also, dass man das jetzt auch wieder zeigt. Weil vielleicht wart ihr hier auch, wenn ihr in einer Beziehung seid, hier auch im Rückzug in den letzten Wochen und Monaten eben aufgrund von einem anderen Abschied, also was jetzt eben nichts mit einer Trennung zu tun hatte, sondern vielleicht hast du deinen Arbeitsplatz gewechselt oder du hast eine schlimme Diagnose gekriegt oder sonstiges. Aber jetzt hast du dich wieder davon erholt und jetzt wird diese Beziehung mit diesem Mensch eben auch definitiv wieder schöner werden und eben auch viel gefühlvoller und auch leidenschaftlicher tatsächlich, ja. Und wie gesagt, diese ganze schlimme Vergangenheit, die hier noch an dir nagt, das wirst du jetzt wirklich safe hinter dir lassen können. Und du wirst auch manchmal im März selbst darüber erstaunt sein, wie positiv jetzt sich für dich Dinge zeigen und wie positiv sich Dinge für dich entwickeln werden. Ja, das ist so eine schöne Legung. Lieber Steinbock, wenn es auch dir gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du mir jetzt spätestens ein kostenloses Abo dalässt. Das kannst du hier in der Mitte tun. Und ansonsten bitte gib mir unbedingt einen Daumen hoch. Teil auch gerne dieses Video oder auch generell den Link meines Kanals, wenn du dies möchtest. Würde ich mich sehr freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen ganz wundervollen März. Lass es dir gut gehen. Genieß diese Zeit, die jetzt auf dich zukommt. Bis ganz bald. Namaste.